Hey, ihr Lieben, was für ein Glück wir haben, dass wir auf etwas gestoßen sind und dass etwas auf uns gestoßen ist, was mit einer Klarheit und Präzision daherkommt, um uns aus einem Gefängnis zu befreien, dessen Ausmaß wir nicht erkannt haben. Und genau, ich rede von einem Kurs im Wundern. Und vielleicht hast du ihn schon mal in der Hand gehabt. Sehr wahrscheinlich hast du das, wenn du hier diesen Podcast hörst. Und wir heute in Lektion 241 uns anschauen, dass Heiligkeit dich umgibt, weil Heiligkeit du bist. Und vielleicht erinnerst du dich an eine der ersten Lektionen. Heiligkeit ist in allem, was ich sehe, weil Heiligkeit in meinem, weil alles in meinem Geist ist. Ich bin also wieder einmal darauf gestoßen, du bist wieder einmal darauf gestoßen, dass du dem nicht entkommst. Du badest in Heiligkeit, während du von Angriff, Verlust, Angst, Schuld, Begrenzung, Körpern, Geburt und Tod träumst. Und deswegen muss nachdrücklich betont werden, dass in diesem Augenblick die Erlösung gekommen ist, dass in diesem heiligen Augenblick die Erlösung gekommen ist. Denn was anderes als dich erlösen sollte Heiligkeit denn tun in einem Geist, der glaubt, in Begrenzung zu leben, der glaubt, mit anderen begrenzten Lebewesen zu tun zu haben. Welche Freude herrschte heute, wenn wir zusammen auf diese gegenwärtige Stimme hören und hier uns die volle Erlaubnis geben, eingeladen zu sein. Du bist gegenwärtig in etwas eingeladen, was du nicht vorhersehen kannst, wo du aber einfach vielleicht nur mit einer ganz kleinen Bereitwilligkeit, vielleicht auch mit großer Freude gesagt hast, das lasse ich mir nicht entgehen. Gegenwärtig bin ich dabei. Das will ich erfahren, wovon diese Lektion spricht. Ich möchte über die Worte, die auf der Einladung stehen, hinausgehen in die Erfahrung dieser Feier. Es ist nämlich die Zeit einer besonderen Feier, denn das Heute hält der verdunkelten Welt den für ihre Befreiung festgesetzten Augenblick entgegen. Der Tag ist gekommen, an dem der Kummer abfällt und der Schmerz vergangen ist. Die Herrlichkeit der Erlösung dämmert heute einer freigegebenen Welt. Die Herrlichkeit der Erlösung dämmert heute einer freigegebenen Welt. Dies ist die Zeit der Hoffnung für unzählige Millionen. Sie werden jetzt vereint, indem du ihnen allen vergibst. Noch einmal den Satz. Dies ist die Zeit der Hoffnung für nicht nur für Millionen, sondern unzählige Millionen. Und siehst du, dass das durch dich geschieht, aber nicht durch dich, wie du dich kennst. Nicht einmal so, wie du dich jetzt wiedererkennst, sondern es geschieht, sagen wir mal, sogar unabhängig von dir, weil du das nicht tust, sondern dein Teil an diesem ganzen Ding, an dieser Freisetzung, und es ist eine ganz natürliche Freisetzung, es ist das Natürlichste der Welt, aus der Welt entlassen zu werden, nicht durch den Tod, sondern durch Erlösung, ist zu sehen, hey, hier fühle ich mich endlich in lebendigem Frieden, weil ich sehe, wie mächtig und groß mein Geist ist, der eins mit Gottes Geist ist. Und ich hier wirklich von der Idee loslassen möchte und du eingeladen bist, von der Idee loszulassen, dass das Bild, was du von dir hast, eine Bedeutung haben soll. Denn wenn du glaubst, jemand zu sein in Zeit, hast du ein Bild von dir und dieses Bild verschleiert, dass heute unzählige Millionen befreit werden. Du siehst stattdessen dann das Bild und sagst, hallo, das bin ich, ich habe diesen Namen, ich bin Andreas, hallo. Aber in der Größe deines Geistes, wo das Bild wirklich ihm übergeben wird,
siehst du, dass sie jetzt vereint werden, indem du ihnen allen vergibst. Denn mir wird heute von dir vergeben werden, sagt Jesus Christus. Du siehst, dass dem Christus vergeben wird, weil alle diese eine Identität wieder akzeptieren in dir, weil du das wieder akzeptierst. Es ist ein singuläres Ereignis in deinem Erwachen. Wir haben einander jetzt vergeben und so kommen wir endlich wieder zu dir. Vater, dein Sohn, der niemals fortgegangen ist, kehrt zum Himmel und zu seinem Heim zurück. Wie froh sind wir, dass unsere geistige Gesundheit in uns wiederhergestellt ist und wir uns erinnern, dass wir alle eins sind. Dass wir alle eins sind. Und die letzten Ideen von Vergleich, von dem, wie die Welt dich nennt oder wie die Welt dich sieht, taucht auf als der eigene Fehlgedanke, der jetzt korrigiert wurde. Danke, in diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Und wenn du Interesse hast, an dem Beziehungs-Cleanup 2024 teilzunehmen, dann ist heute deine Chance, denn heute beginnt dieses dreimonatige Programm. Alle Infos findest du unter andreaspröhl.com, aktuelle Termine, und es würde mich freuen, dich zu sehen. Und ich segne dich mit der Gewissheit, dass wir heute alle in ihm befreit wurden. Danke für dich. Gottes Segen und bis jetzt in diesem Moment in Liebe.